Hallo Freunde, ich bin hier im Schwarzwald. Neuerdings heißt das ja jetzt nicht mehr Schwarzwald, sondern Dunkelwald, politisch korrekt, ne? Und ich bin hier oben auf dem Sommerberg. Der Sommerberg, ihr seht das jetzt hier im Hintergrund, auf dem Sommerberg ist ein Baumwipfelpfad mit einer Aussichtsplattform, die ihr hier im Hintergrund seht. Und ich bin aber gerade eben auf einem Spielplatz, der quasi mit dran ist. Ich führe euch ein bisschen rum. Das ist hier zum Beispiel hier so schön zum Hin- und Herfahren, ne? So ein bisschen abschüssig, nicht so wild. Dann haben wir hier im Hintergrund, seht ihr, ein Riesentrampolin. Und das ist hier oben ein Spielplatz für Kinder und Erwachsene. Also du musst mit, das kostet ein bisschen Eintritt. Du kannst aber den ganzen Tag auf diesem Spielplatz verweilen. Du kannst auch mal rausgehen und da gibt es lecker Essen auch um die Ecke. So ein schöner Biergarten und so. So, und ich zeige euch das jetzt hier so ein bisschen, die verschiedenen Sachen. Also hier gibt es Klettergeschichten, wie gesagt, die Hüpfburg. Dann gehen wir einfach mal da weiter. Und das ist wirklich ein ganz toller Aussichtspunkt. Grundsätzlich, der Sommerberg, kann man wunderschön rausschauen. Dann hast du den Baumwipfelpfad. Der ist auch richtig klasse. Da kannst du dann über den Baumwipfelpfad entlang gehen. Ne? Und verschiedene Aktionen. Da hast du dann unter dir so schwingende Balken und so. Und also das ist echt richtig toll. Und ich zeige euch jetzt mal hier. Hier gibt es auch wieder so eine Klettergeschichte und also die haben richtig viel Aktion, kostet alles ein bisschen was, ist, ich sag mal, nicht ultra günstig, aber es ist okay, ja, auf jeden Fall mal, wenn man hier in dem Eck ist, Bad Wildbad, das ist bei Pforzheim, ja, ne, Schwabenpower quasi, ja. Dann hast du da hinten, ich zeig's so hier, da hast du so Iglo mit Verbindungen, ne? Also sehr kreativ alles hier. Wir haben jetzt 7 Euro für den Erwachsenen gezahlt, Kinderpreis weiß ich jetzt gar nicht. Aber wenn du überlegst, du kannst hier wirklich den ganzen Tag mit deinen Kindern rumtollen, du darfst als Erwachsener auch alles mitmachen. Also es ist alles auch für Erwachsene ausgelegt. Jetzt gehe ich mal hierher. Also, dass die zumindest drauf dürfen, ne? Also jeder Erwachsene darf mit drauf. Das heißt, wenn du ein kleineres Kind hast, dann kannst du mit dem auch überall rumlaufen. Und ich laufe jetzt mal, guckt euch das an. Also mit ganz viel Aktionen und verschiedenen Brücken und Rutschen und all das ist total super gemacht hier. Ja. Und wie gesagt, du kannst hier einfach mal so eine Zwischenstation machen. Erst den Baumwipfelpfad, dann kannst du hier den ganzen Nachmittag eigentlich mit deinen Kindern verbringen. Und insgesamt ist der Sommerberg aber auch ein allgemein schöner Platz. Ich war hier schon mal, da gibt es eine schöne Hütte, die, jetzt weiß ich den Namen gar nicht genau, richtig? Grüne Hütte oder so. Da kann man auch sehr lecker essen, läuft man ungefähr so 1,5 Stunden ungefähr. Läuft man dahin, 1,5 Stunden ungefähr, wenn du zügig läufst. Und also du hast hier wirklich ein schönes Ausflugsding, auch wenn du sagst, du bist mal ein Wochenende hier, übernachtest hier. Schaut euch die Hotels an, die Zimmer, die zu vermieten sind. Dann kann man auch mal ein Wochenende oder einfach mal 2 Tage, ne? 2 Nächte oder 1, 2 Nächte herkommen. Und dann einfach mal den einen Tag macht man mit den Kindern den Spielplatz, den anderen macht man den Baumwipfelpfad und vielleicht auch den Spaziergang dann zu der Hütte hin. Also du kannst hier sehr viel machen. Hier gibt es auch ein Hochmoor. Also wirklich ganz toll und super gestaltet das Ganze. Und ja, ich habe euch jetzt nicht ganz alles gezeigt. Es sind noch ein paar Attraktionen da. Wenn es euch interessiert, schaut hierher, schaut vorbei, ist ein super Ding und also für Kinder ist das ein richtiges Paradies und für jung gebliebene Erwachsene ebenso, ne? Da hast du auch deinen Spaß und kannst ein bisschen mal Kind sein wieder, sag ich mal.
Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, schreibt es runter in die Kommentare, ob ihr auch schon mal vielleicht da wart und ob es euch gefallen hat. Beziehungsweise, wenn ihr dann mal hier gewesen seid, könnt ihr das ja auch nachträglich nochmal kommentieren. Jo, das war super. Und wichtig auch noch, schaut auch rein auf Twitter und auf Telegram. Da bin ich auch vertreten. Da kriegt ihr auf Twitter zum Beispiel, auf Telegram kriegt ihr bei mir zum Beispiel immer die neuesten Nachrichten, die man so kriegen kann. Und ich bin gerade hier oben auf der Hupfburg und ich werde jetzt ein bisschen Spaß haben hier, geflissentlich, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Dieter.